Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella die Fee. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe einer alten, nicht mehr gebrauchten, zerkleinerten Plastikkarte ganz tolle Effekte auf Bildern erzeugen könnt. Ihr könnt eine Karte einfach klein schneiden in unterschiedliche Stücke und habt somit unterschiedliche Möglichkeiten, größere oder kleinere Bereiche vom Papier zu kratzen, die Farbe vom Papier zu kratzen. Und ich werde euch jetzt diese Möglichkeiten zeigen. Ganz zum Schluss werde ich euch noch einige Bilder einblenden, die ich genauso bereichert habe, also in welchen ich genau diese Technik angewendet habe. Ja, ich hoffe, sie gefällt euch genauso gut wie mir und lasst euch in diese sehr einfache Technik einführen. Gebt euch einfach dem Malen hin und dieser Freude an der Farbe. Denkt nicht ans Resultat, sondern einfach ans Tun im Moment. Das ist die beste Voraussetzung, dass das Bild nachher Freude macht. Alles Gute, schönes Malen. Viel Spaß. Hier habe ich meine vorbereiteten Karten und ich werde euch jetzt auf diesem unfertigen Hintergrund einfach zeigen, wie ihr Steine malen könnt, eben mit dieser Plastikkarte. Dazu verwendet ihr ein Braun. Ich verwende hier ein Sepia-Braun und nehme den Casaneo, um die Farbe aufzutragen. Ich kann einfach wie kleine Berge malen auf mein Bild. Noch sieht es nicht aus wie Steine, sondern eher wie braune Flecken. Aber ihr werdet gleich sehen, wie schnell das sich ändern kann. Nun zieht ihr ganz vorsichtig die Karte über das Blatt und kratzt die Farbe an einzelnen Stellen vom Bild. Sie sammelt sich dann unten, dort wo ihr die Farbe hinschiebt, was ideal ist, so wird nämlich der Stein oben oder der Fels oben ein bisschen heller und gegen unten dunkler, weil sich dort dann die Farbe sammelt und es aussieht, als wäre ein schattiger Bereich im unteren Bereich des Felsens oder des Steins. Ihr könnt auch, wie ihr jetzt seht, die Farbe ein bisschen verstreichen, die sich da angesammelt hat, und noch weitere kleinere Steine herauskratzen, sodass das Ganze letztendlich wie eine Steinansammlung wirkt. Wenn ihr dann zufrieden seid mit den Steinen, die da so beieinander liegen, nehmt ihr den Elastip und ein Grün, womit ihr diese Steine einbetten könnt in den Untergrund. Ihr seht auch, meine Grundierung, mein Hintergrund ist in Grüntönen gehalten. Ich kann also hier jetzt einfach diese Felsen, diese Steine, die da so zusammenliegen, zusammenstehen, ins Bild einbinden, indem ich die restliche Farbe der Steine zusammen mit dem Grün in Gras verwandle, was da so rund um diese Steine liegt. Und schon seht ihr, sieht es sehr natürlich aus, wirklich als würden hier einzelne Felsen beisammen sitzen. Ihr könnt mit einem Schriftenpinsel natürlich noch längeres Gras rund um die Felsen malen, was den natürlichen Effekt noch verstärkt. Und dann noch einmal hinein mit dem Grün und alles gut verbinden. Hier jetzt eine weitere Möglichkeit für Felsen. Diese liegen an einem Fluss, also es ist ein Flussufer, ein abfallendes Flussufer. Und ich grundiere die Felsen mit einem Ocker und dunkle sie ab mit einem peines Grau. Dieses Bild findet ihr auf YouTube. Ich werde es euch einblenden, oben verlinken.
falls ihr es malen möchtet. Es ist ein Bild mit Wölfen und ihr seht, hier kratze ich auch einfach die Felsen schön nach unten mit einem kleinen Bogen im oberen Bereich und gehe dann noch einmal trocken auf trocken ein bisschen drüber und verteile die Farbe, die sich unten gesammelt hat, im oberen Bereich. Anschließend könnt ihr, wie ich hier, noch ein bisschen Ocker auftragen, sodass das Ganze wärmer erscheint. In diesem Bild habe ich die Plastikkarte dazu verwendet, dass ich Birken ins Bild gekratzt habe. Auch dieses Bild werde ich euch verlinken oben rechts. Es geht ganz leicht, dass man Birken ins Bild kratzt, also dass man helle Stellen bekommt mit dem Kratzen dieser Plastikkarte. Hier nun weitere Bilder, die ihr mit dem Kratzen einer Plastikkarte in eurem Bild, in eurer Landschaft wunderschön bereichern könnt. Ihr seht, am Ufer liegen Steine, liegen Felsen, es gibt Felsformationen, hier wieder das Ufer besteint. Hier ist das Schiff sogar festgemacht an den Felsen am Ufer. Dieser Flusslauf liegt zwischen Gestein oder hier diese Gralsburg auf einem großen Fels. Zuletzt jetzt noch eine Berglandschaft, wo auch die Berge, da gehört ein bisschen Feingefühl dazu, das würde ich euch jetzt nicht gerade für den Beginn anraten, dass ihr die Berge kratzt. Das müsst ihr ein bisschen üben. Macht vorher einfachere Bilder, wie gesagt, ausgekratzte Steine oder einen Bereich am Ufer, wo verschiedene Steine oder Felsformationen liegen oder wie hier dieses abfallende Ufer zum Fluss hin und wagt euch erst danach dann an eine Bergformation, dann klappt's bestimmt. Viel Freude beim Ausprobieren. Bis bald. Tschüss.